Hallo und willkommen zu unserem Minecraft Feed the Beast Let's Play. Ich muss mal kurz erzählen. Und zwar, vorhin haben wir jetzt die, haben wir 5 Folgen lang aufgenommen, haben das Ganze gerendert, fertig gemacht und auf YouTube hochgeladen. Und dann, Es ging ja gar nicht hochladen. nee, es ging gar nicht, es hochladen, aber 15 Minuten, also wir haben 5 Folgen 15 Minuten Videos gemacht. Und haben das Ganze schon mal gemacht. Das, ja, das ist ein Feed the Beast Lite Let's Play. Und ja. YouTube wollte keine 15-Minuten-Parts. Und daraufhin haben wir uns informiert und wir haben uns jetzt auf 9 bis 10 Minuten geeinigt, wegen das sollte. Weil YouTube, man darf nur über 10-Minuten-Parts hochladen, wenn man Partner ist. Und da wir noch keine Partner sind, weil wir noch gar keine Videos Das haben hochgeladen wir jetzt haben. nämlich gerade eben nachgeguckt, Recherchiert. wieso das so ist. Und ja, dann würde ich sagen, let's go. Okay. Ah, ich habe schon ein bisschen Holz, Essen und so. Ich weiß jetzt nicht, das wird jetzt die Folge 0, daher wird sie nicht so lang sein. Aber ich kann mal gerade mal erzählen, wer jetzt Feed the Beast Lite nicht kennt. Das sollten aber die wenigsten nicht kennen. Feed the Beast Lite ist sozusagen ein Modpack, was so gesehen aus ganz vielen Mods besteht. Sprich, das ist jetzt Technik, also sind ganz viele Mods dabei, Computercraft und so weiter. Das Magie auch. Magie auch, aber ich glaube, wir werden uns jetzt erstmal auf Technik basieren und Na, dann. lasst das doch die Zuschauer, die nicht vorhandenen, schon mal. Ja, genau. Also, ist jetzt blöd, wegen. Eigentlich waren wir vorhin richtig gut drauf, aber es war jetzt halt blöd, dass es jetzt nicht ging und so weiter. Ja, auf jeden Fall. Ich heiße Jonas und was ihr auf dem Master Players Kanal sehen könnt, ist wahrscheinlich viel Minecraft und später kommen noch andere Sachen, wie vielleicht zum Beispiel League of Legends oder was auch immer. Ja, ihr könnt ja auch ein paar Vorschläge in die Kommentare schreiben, Genau. falls das hier überhaupt irgendjemand schaut. Genau. Das ist jetzt unser neuer Kanal und wir wollten halt mal anfangen mit was Lustigem. Wegen ich freue mich schon richtig auf den auf so ein Let's Play zu machen. Und das war jetzt halt blöd von vorhin, aber lass jetzt mal loslegen. Aber ich glaube, das war jetzt sozusagen die Erklärfolge. Machen wir jetzt gerade noch ein paar Minuten was, um noch ein bisschen was farmen. Kannst du mir Ist noch jetzt was halt ein bisschen essen? scheiße, weil wir in der letzten Map eine richtig geile Map hatten. Also wir haben nach 2 Minuten einen Tempel gefunden und gleich eine Höhle mit Dias und allem drum und dran. Also Ja, und das. es war halt schon relativ cool, wegen wir hatten schon richtig viele Ressourcen, Eisenrüstung, schon 3 Diamanten gefunden und ja. Aber wir wollten euch jetzt auch nicht mitten im Spiel dazu holen. Da haben wir uns gedacht, Nee. komm. Es war jetzt so, wir wollten das jetzt nicht in 10-Minuten-Parts immer splitten, wegen wir würden dann zum Beispiel in der zweiten Folge in der Hälfte Tschüss sagen und dann wird es direkt wieder weitergehen. Das wäre halt eigentlich totaler Bullshit, so gesehen. Und das wollten wir einfach nicht machen und deswegen haben wir es dann auch gelöscht. Und ja. Hast du schon ein bisschen Essen gefarmt? Ich habe ganz schön viel Essen sogar gefarmt, während du hier geredet hast. Okay, dann gib mir gerade mal ein bisschen was. Ja, Ah, okay, ist das warte. Steak? Hä, wie hast du schon Steak? Tja. Um ehrlich zu sein, habe ich hier schon eine kleine Hütte gebaut, um die Map anzutesten. Und da Was? habe ich ein bisschen Steak mitgebracht. Ja. Der Cheater. Cheater total. Nee. Ach was. Wir versuchen hier. Warte, da bin ich eben noch. Nee, wir sind nicht im Cheat Mode. Wir haben jetzt ja eine Map komplett neu angefangen. Und wir versuchen ja eigentlich Cheats zu vermeiden und Zu vermeiden. Wir werden gar nicht wir cheaten. werden nicht cheaten, aber wenn sie zum Beispiel wegen einem Bug oder so
Ja. Ah, und was ihr auch in die Kommentare schreiben dürft, wir können in dem Modpack können wir Waypoints erstellen, wo wir uns zum Beispiel nach Hause teleportieren können. Ob wir das machen sollen oder immer hin und her laufen. Ja, genau. Das wäre halt jetzt nur eine Zeitgeschichte. Ersparen. Ja, genau. Ja, und ihr könnt noch mal reinschreiben, wie die Mikrofonqualität ist. Am besten immer konstruktive Kritik raushauen und so weiter. Also wäre schon sehr nett. Oder ihr könnt uns auch Ingame-Tipps geben. Also zum Beispiel jetzt. Wir sind für alles offen. Genau. Und ja, ist jetzt halt blöd gelaufen mit den paar Folgen. Wegen es war schon eine Arbeit, das dann. Jetzt sind wir voll Debris im ersten. Ja. Nee, ach was, wird ein geiles Let's Play auf jeden Fall. Wir müssen jetzt halt. Alter, es wird Nacht, das könnte übel werden. Auf was für eine Schwierigkeit spielen wir überhaupt? Sollte Difficulty 1 sein. Hast du schon. Easy. Machen Hardcore. Wie viel Wolle hast du? Ich hab genug für zwei Betten. Was gut ist, wir haben hier direkt Rubber. Echt? Ja. Weißt du, wir brauchen ja am Anfang sowieso schon ein paar Meserator und so, dass wir die Sachen verdoppeln können. Das braucht man ja sowieso am Anfang. Und so, ne? Soll das auch erklären, dass wir uns erst einmal auf Energie spezialisieren? Schau mal hinter ja, dich. Ja, genau. Wir haben Besuch. Gestaked. Gestaked. Leute, wie sieht denn der aus? Das ist ein Villager-Zombie. Erzähl. Pass auf, hier ist ja. Achtung, hier sind ja Slimes. Ja, ich lass dich mit der Party alleine. Viel Spaß. Also komm. Hier sind schon Rubber Trees ohne Ende, ist schon mal gut. Nee, aber ich hab schon richtig Bock auf dieses Los, Game. Los, Schafe, kämpft für uns. Kommt, ja, komm. Was wir noch dazu erwähnen sollten, ist, dass wir das am 28. glaube ich. Ach so, du redest vom geheimen dritten Player. Genau, dem. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich mitmacht. Nee, aber vielleicht macht er mit und dann kommt so mit eine dritte Person dabei. Oh, so. Awesome. Und das wäre ganz cool. Oh, ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Jetzt ist die Zeit abgelaufen. Habt ihr jetzt sicherlich gehört, alle. Okay. Damit wir das nicht überziehen und das war jetzt die Folge 0 zum Erklären, was das überhaupt ist und so weiter. Sofort. Hinterlasst positive Kritik, wie unsere Mikrofone sind und so weiter. Also positive Kritik hinterlassen. Entweder ihr sagt, es ist gut oder ihr könnt es gleich. Also ihr könnt auch negative Kritik ja, dalassen, aber jetzt keine so, ihr seid voll scheiße. Wir brauchen eine Begründung, um uns dann. Ja, das wäre nett, damit wir an der Scheißhaftigkeit auch arbeiten können. Genau. Das wäre so gutes Volk. Also